Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Und da steht auch schon, was es ist. Pokémon Uranium. Dieses Spiel hat Johnny gesagt, soll ich spielen. Es ist auf Englisch, es ist ein Fanprojekt. Und da ich selber gerne Pokémon spiele, habe ich mir gedacht, ja, tun wir das mal. Ja, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Oh, das sind viele neue Pokémon. Interessant. Ja, ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Daher wird es blind. Und ja, ich werde es mir mal anschauen. Könnt mir sagen, was ihr davon hält? Ja. Wow. Ah, das sind bestimmt die Starter-Pokémon. Oh, ein Kätzchen. Ich mag Kätzchen. Das sieht auch cool aus. Ja, ich möchte mir eigentlich noch nicht zu viel anschauen, deshalb starte ich jetzt. Und gespielt wird mit Tastatur. Ja, seht ihr hier? Ist interessant. Also, gehen wir zuerst zu den Optionen. Decken, ich heiße schnell. Rahmen. Okay, können wir auswählen. Was gibt's denn? Ach so. Es gibt eine sehr große Auswahl. Aber da ich gern blau mag, nehme ich diesen da, weil ich den auch immer hatte. Die Sprechblase kann ich auch individuell. Das ist aber doof, weil der Text weiß ist. Ja, bleiben wir bei dem. Oh, die Schrift. Ich mag die Schrift. Bildschirmgröße lassen wir so. Dann lassen wir das so. Ja, ihr könnt auch sagen, was euch gefällt, ob ich den Rahmen ändern soll. Und bis dahin starten wir mal. Oh, normaler Mode Nuzlocke. Nee, da ich das Spiel überhaupt nicht kenne, bleibe ich beim normalen Modus. Jawohl, bin ich sicher. Oh, wer bist du? Hä? Was geht ab? Oh, richtig, du bist das Kind, das sich für einen Job bewirbt, richtig? Also dann. Ich bin Ernest Bamboo. Oder ich schätze, du kannst mich auch Professor Bamboo nennen, wenn du willst. Möchtest du wissen, was du tun sollst? Ja. Brauchst du Hilfe? Nee. Im Moment nicht. Danke. Oh, oh. Wir Menschen teilen diese Welt mit Kreaturen, die als Pokémon bekannt sind. Mehr im Gegensatz zu normalen Tieren haben Pokémon Kräfte über die Elemente und eine große Intelligenz. Pokémon und Menschen existieren nebeneinander auf viele Arten. Manche Pokémon werden als Haustiere gehalten. Andere helfen uns bei der Arbeit. Und wieder andere werden in Kämpfen von Trainern gebraucht, so wie dir. Aber wir wissen nichts über sie. Wir wissen auch nichts über sie. Das ist mein Job. Ich bin der regionale, wahrscheinlich weltweite Experte von Pokémon-Elementen. Warum existieren sie? Warum haben sie Kräfte und Stärken, Schwächen und Stärken? Ah, aber ich werde dir zuerst sagen, was du an deinem ersten Job, an deinem ersten Arbeitstag tun sollst. Komm heute Morgen zu meinem Labor und du wirst dein Starter-Pokémon erhalten. Okay, ja, ja. Na, jetzt füll dieses Formular aus. Junge oder Mädchen? Ich bin ein Mädchen, das sieht man doch. Was ist mein Name? Nehmen wir wie immer. Shana. Okay. Ja, du bist also Shana, jawohl. Shana, bist du bereit? Deine Reise, deine Geschichte wird sich nun erfalten.
Deine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Du und deine Pokémon, zusammen werdet ihr sie schreiben. Da werden Herausforderungen sein und du wirst interessante Entdeckungen machen. Verbreite dich vor. 10 Jahre früher. Lucille, Shaunas Mutter, war die Managerin von Tandors dritter Nuklear... Was ist das? Ein nukleares Kraftwerk. Da war eine kleine mechanische Dysfunktion. Die waren gerade dabei, Reparaturen anzubringen, als... Oh Gott, was ist das? Gute Arbeit, Leute. Okay, Pause. Ich werde uns einen Lunch besorgen. Ich möchte einen Cheeseburger. Und was mit dir? Ich glaube nicht, dass wir Zeit für eine Pause haben. Ich glaube, da ist etwas im Kaffee, im Stromraum oder was auch immer falsch. Ich glaube, das System überhitzt sich. Was geschieht? Es wird explodieren! Alle raus! Raus! Rennt! Das war nicht drin, Kollege. Die meisten Helfer konnten gerade so lebend entkommen. Aber für Lucille, sie haben niemals ihren Körper gefunden. Nach diesem Tag wurde Shaunas Vater ein berühmter Pokémon-Ranger, hat Shaunas Vater ein berühmter Pokémon-Ranger das Haus verlassen und hat sich auf Reisen begeben, um im Geheimen seine Frau zu suchen. Seit daher lebe ich mit meiner Tante in einer kleinen Stadt namens Moki. Ich bin dort aufgewachsen, bis meine Tante, die jetzt in Pension ist, nicht mehr weiter für eine 13-Jährige sorgen konnte. Mein Vater hat mit Professor Bamboo verhandelt, einem alten Freund, und hat mir einen Job als Pokémon-Trainer besorgt. Mit 13 Jahren, naja gut, besser als mit 10, aber jetzt muss ich zu Hause verlassen. Shauna, komm runter, du bist zu spät! Ja, das ist also mein Zimmer. Ich habe den PC gestartet. Kann ich hier? Ja. Nimm den Trank mit, danke. Danke. Weg, das ist bestimmt eine Wii. Ich muss eine neue Konsole kaufen. Warte. Was sag ich da? Ich habe schon eine Wii. Das ist mein Bett, sehr komfortabel. Der Fernseher. Es zeigt einen Pokémon-Kampf. Oh, Onyx. Das ist die Karte. Ja, sag ich doch. Moki Town. Kevlar Town. City Town. Was ist das? Weiß man nicht. Komme ich da auch wieder raus? Mit Esk, okay. Runter da. Mein Tantchen warte, das steht da. Home is where the heart is. Ja. Und da ist ein Herzchen runter. Oh, süß. Ein Breitbildfernseher. Ich mag es, Fernsehen zu sehen, während ich esse. Der Kühlschrank. Ich hoffe, sie stört es nicht, wenn ich mir einen Snack genehmige. Hallo, Tantchen. Shauna. Oh, Shauna. Es tut mir leid. Oh, warum du gehen musst? Ja. Nein, ich werde das nicht beantworten. Ich weiß ganz sicher warum. Oh, wenn nur diese alten Knochen besser funktionieren würden, dass ich für uns beide die Rechnung bezahlen könnte. Aber es lohnt sich nicht, über die in der Vergangenheit zu schwelgen. Hier, ich habe dir neue Schuhe für deine Reise gekauft. Trage sie gut. Okay. Ich habe... wie heißen die auf Deutsch? Keine Ahnung.
Turbotreter erhalten und einen Kuss. Toll. Z halten, um zu rennen. Geh jetzt, Süße. Viel Glück. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frage jemanden in der Stadt. Und wenn du kannst, ruf mich an, okay? Tschüss, Schätzchen. Z halten. Okay, cool. Das ist Moki Town. Das ist ein hübsches Häuschen. Da wird es weitergehen. Das ist eine große Stadt. Also ein großes Dorf. Ich rede zuerst mal mit dir. Heute ist ein schöner Tag, nicht? Es ist immer schön hier. Okay. Hallo Schild. Es ist gefährlich, ohne Pokémon rauszugehen. Ach, das sagt mir nicht das Schild. Das Schild sagt mir noch gar nichts, weil ich nicht rausgehen darf. Oh, Shana. Du verlässt dein Zuhause, richtig? Hier, das könnte dir auf deiner Reise helfen. Ist es nicht selber auf? Oh. Danke. Ist das schon da, wo ich hin muss? Nee, wer bist du denn? Hey, Shana. Ich habe gehört, dass du heute dein erstes Pokémon erhältst. Theo ist richtig erfreut darüber, weißt du? Ist Theo. Hallo, Theo. Theo, du bist Theo. Ich bin so aufgeregt darüber. Nee, ich muss es anders. Ich bin so aufgeregt darüber. Über heute. Vor allem darüber, dass ich ein besseres Pokémon kriege als du. Ja, fick dich. Das ist also mein Rivale, der Theo. Da ist noch ein Angler. Ich frage mich, was für Pokémon in diesem Teich leben. Wahrscheinlich nur Carpaduas. Ja, wahrscheinlich. Da ist ein Moki Town. Das ist zu Hause von 5 Einwohnern. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind doch schon zu 7. Und da hat es noch 2 Häuser. Der ist auch noch da. Gibt auch. Ja, das ist sein Labor. Gehen wir mal da rein. Hallo, Opilein. Mach schon 10. Ich bin nie weiter gereist als Kevlarstadt. Irgendwann werde ich gehen und mir den Rest von Tandua ansehen. Ja, das wirst du nicht. Mein Mann war immer ein großer Bewunderer von deinem Vater, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß noch gar nichts. Gehen wir ran. Hallo, Kind. Mein Charmeleon ist schon Level 28. Welches Level hat dein Pokémon? Ja, noch gar keinen. Ich habe noch kein Pokémon, dummes Kind. Es ist fast unmöglich, Junior zu helfen mit... Weiß auch nicht, was Cores sind. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall mit irgendwas zu helfen. Route 3. Da brauche ich den Zertrümmerer. Gehen wir mal zum Professor. Da gibt es bestimmt versteckte Items. Oh, das sind die 3 Starter wahrscheinlich. Gehen wir rein. Hallo, du da. Viel Glück zu deinem Test. Es gibt nur 2. Professor Bambus mag es nicht rauszufinden, wenn du mit diesem Ball spielen würdest. Okay, hallo. Oh, hallo, Jana. Ist heute nicht der große Tag. Aber es ist nur deiner natürlich. Das ist ein anderes Kind. Ist nicht. Ach, das ist der. Ah, du warst zuerst hier. Du bist Tom, nicht wahr? Ehrlich, Paps. Kannst du nicht mal deinen Namen erinnern? Ich bin Theo. Theo. Erinnere dich dran. Ja, natürlich, Theo. Shana, kennst du Theo? Nicht? Er ist dein Freund, als ihr noch Kinder wart. Erkennst du ihn? Hey, Professor, ich bin ziemlich müde vom Warten.
Können wir jetzt den Test bestreiten? Ah, richtig, 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 der Test. Yeah. Ihr beide werdet zur selben Zeit den Test machen. Es soll eigentlich ziemlich Spaß machen. Warte mal eine Sekunde. Was ist das für ein Test? Ah, richtig. Der Test besteht auf Fragen. Und daran werde ich heraus, was für ein Trainer ihr seid. Da verschiedene Starter-Pokémon besser zu verschiedenen Trainertypen passen, werden wir herausfinden, was welches Pokémon euch zu euch am besten passt. Bist du bereit? Ja, bin ich. Okay, lass uns starten. Frage 1. Welches dieser Pokémon würde wahrscheinlich ein Battle gewinnen? Was ist ein Blissey? Ich sag mal ein Magma. Ich glaube, ein Magkago würde gewinnen. Frage 2. Welches dieser Pokémon würdet ihr am ersten aufziehen? Aggressiv, gut erzogen, ein nettes Pokémon. Ich gehe mit dem, das gut erzogen ist. Was für eine Kampfstrategie werdet ihr in der Zukunft anstreben? Ein bisschen alles. Ich bin ein OHKO-Kind. Was glaubst du ist das Beste an einem Pokémon-Trainer? Mike Newfell, der wird der Pokémon-Master, yeah. Es ist natürlich Anerkennung und Geld. Letzte Frage, 5. Welche dieser Terms fängst du ist besser? Schutz, Hyperstrahl, Traumfresser. Ich mag Traumfresser. Ich bin sicher, es ist Schutz. Oder weiß auch nicht, wie das heißt. Okay, gebt mir eine Sekunde, während ich euer Resultat auswerte. Okay, ich bin fertig. Das war sehr informativ. Wir haben alle viel übereinander gelernt. Und vielleicht über uns selbst auch, nicht? So, hier sind die Resultate. Mal sehen, welcher euer zukünftiger Partner ist. Ja? Ja? Eletux. Okay. Sieht mir nach einem Wasser-Elektro-Viech aus. Und das ist ein Feuer. Ja, dem Kätzchen gegenüber wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt gewesen. Aber das ist auch cool. Jetzt wartet, während ich sie hole. Aber was mit dem Kätzchen? Die ist dein kleiner Freund, Chana. Ich habe Eletux erhalten. Ja, ich möchte ihm den Namen des Typen geben, weswegen ich hier spiele. Shawnee natürlich. Und wenn euer Name auch vorkommen soll, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich werde dann das nächste Pokémon, das ich fange, so benennen. Es sieht so aus, als ob mein Pokémon Typ Feuer ist und deines Typ Wasser. Das bedeutet... Wow, dein Pokémon hat einen Vorteil gegenüber meinem. Das ist nicht fair. Ich will es nochmal machen. Ich will nicht schwächer sein als du. Mein Vater wird mir helfen. Er wird mir sein Pokémon auch geben. Dann werden wir sehen, wer der Stärkste ist. Ja, verschwinde. Er hat schwerer genommen, als ich gedacht habe. Aber sei nicht so streng und verurteile ihn nicht. Schaden haben. Er ist immer noch ein Kind. Er wird irgendwann auch erwachsen werden. Naja. Viel Glück auf deiner Reise. Wir bleiben in Kontakt. Oh, und übrigens, bevor du aufbrichst, könntest du einen Gefallen für mich tun? Kannst du nach Theo sehen? Ich möchte nicht, dass er zu traurig ist. Er ist wahrscheinlich zu Hause. Okay, aber... Oh, warte. Professor Bambo hat mich gefragt, dir Pokémon zu geben. Oh, cool. Habe ich schon Pokémon. Tschüss.
Okay, es ist immer noch da. Ist ja egal. Aber wie es weitergeht, Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.